Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal wieder was mit Harz, mit Helberharz, mit dem Künstlerharz. Und zwar ein abstraktes Bild, 40×40. Das ist ein Gesso-Malplatte, also praktisch ein hartes Brett. Pigmente habe ich dazu genommen, und zwar dieses Patalo Türkis. Die sind von Bösner. Dann Hellgold. China Crittum Rosa, etwas Weiß, also Titanweiß, dann dieses Metallic Effekt Pigment, und zwar Libelle Grün. Und dann habe ich hier noch ein Ultramarinblau, so noch abgefüllt. Okay, in das Gold habe ich nur 2 Tropfen Effektpaste rein, sonst nichts. Dadurch entstehen dann nachher auch diese kleinen Zelleneffekte. Okay, dann lasst uns anfangen. Ich hoffe, euch gefällt's. Dann bis gleich. Thank you.
Freunde, jetzt sind 48 Stunden vergangen. Ihr seht, es ist wenig runtergelaufen. Besser ist, ihr schaut öfters danach und wischt es wieder ab. Jetzt schauen wir mal, wie dieses Klebeband hebt. Beziehungsweise abgeht. Reißt also ziemlich ein, aber liegt natürlich ja daran, weil ich es unten abgehe, also umgeklappt habe. Ich denke mal, wenn er das am besten erst aufmacht. Ja, funktioniert das besser. Da ist es schon wieder eingerissen. Also ich habe jetzt einfach mal das günstige Vorsichtglasklebeband genommen. Weil das hatte ich auch noch rumliegen. Seht ihr, das weiß leicht ein. Aber oder auch nicht. Ja, da ist ein bisschen drin. Und das sehe ich gerade, dass es hier ein bisschen abgefärbt hat noch. Also gut, ist nicht so optimal. Kann man aber dann noch den Rand etwas abschleifen. Da haben wir noch ein bisschen Rot drin. Muss ich schauen. Okay, schaut wirklich, dass ihr gescheites Klebeband habt. Das ist, denke ich mal, doch mit das A und O. Noch mehr. Das ist ein Vorteil für Nacharbeit. Auch nicht so toll ist. Aber es haftet natürlich kein Harz dran. Da haben wir noch ein bisschen. Gut, das ist dann ein bisschen Feintuning. Sehe ich gerade hier auch. So, soweit so gut. Hier haben wir ein bisschen und da ist eigentlich gut. Andererseits ist auch noch ein bisschen, das schleife ich dann aber ab. Vielleicht gebe ich diesem Rand dann auch noch einen passenden Farbton, vielleicht ein helles Grün, je nachdem. Würde ja auch dazu passen. So, also, nicht so optimal. Habe ich aber jetzt gleichzeitig mit diesem
gekommen ist. Mit diesem Bild mal ausprobiert. Jetzt zeige ich es euch noch kurz von daheim. Und dann fertig. So Freunde, jetzt von daheim. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe es ja danach nochmal, ich meine, es hat einen schönen Effekt gegeben, wie so ein Blatt oder Feder. Aber durch das nochmal Föhnen zum Schluss ist natürlich doch noch etwas arg verlaufen. Aber es hat trotzdem einen schönen Effekt gegeben. Ich zeige euch jetzt einfach mal die farbigen Stellen. Ich hoffe, die Kamera schaltet auch scharf. Na, dieser Teil ist ja cool geworden, finde ich. Na, dieser hier. So, und hier natürlich noch diese Übergänge vom Anfang mit diesem Weiß und diesem Libellengrün Metallic. Kommt halt auch cool. Zeige es einfach mal hier. Glänzt natürlich, klar. Aber cool geworden. Oh, was ich noch zeigen wollte. Da würde ich auch das nächste Mal nochmal ein Bild machen. Passt auf, ich hole es geschwind mal rüber oder ich hole euch rüber, wie auch immer. Und ich schmeiß das mal hier hin. Das ist einfach, also dieser Rahmen ist ja 40x40. Und hier, da habe ich eigentlich das Restharz genommen. Das ist jetzt 24x30 cm, das ist ein ganz normaler Keilrahmen. Man sieht, es biegt sich dann doch noch ein bisschen. Noch nicht ganz ausgehärtet. Aber ich habe die gleichen Farben genommen wie hier, habe das einfach durcheinander gemischt, habe dann aber noch Alkoholinks dazu reingetropft und ein bisschen Alkohol und habe es dann eigentlich wie beim Acrylgießen laufen lassen. Und ich finde, es gab einen super coolen Effekt, vielleicht auch die Farben nochmal intensiver durch das Alkoholink. Es hat natürlich etwas, ich sage jetzt einfach mal, wie so Zellenlöcher gegeben. Aber das ist natürlich auch, das Harz war fast schon am Reagieren. Und natürlich auch, also von der Zeit her. Und natürlich auch durch das Auseinanderziehen, das Starke. Also wenn ich da ein bisschen mehr Farbe habe und das auseinanderziehe, denke ich mal, dürfte es gut werden. Und natürlich dann hier eigentlich der Rand auch gut. Außer also hier vielleicht eine Stelle so, da habe ich vielleicht vergessen. Aber ich finde es cool, ihr seht jetzt hier ein bisschen die Erhöhungen oder diese Löchchen. Diese kleinen Löcher hier zum Rand zum Beispiel. Das ist durch das zu starke Auseinanderziehen. Und da hat halt dieser Effektblaster ziemlich gearbeitet. Aber ich finde das eine coole Idee und es gab super schöne Effekte raus. Und das werde ich jetzt mal auf einem harten Gesso-Malbrett, so wie hier, machen. Und das werde ich einfach mal ausprobieren und testen. Das denke ich mal, werde ich im nächsten Video machen. Vielleicht mache ich auch noch eins mit Acrylgüssen zwischendurch. Da habe ich auch noch mal eine neue Idee. Aber wir schauen. Lasst euch überraschen, bleibt dran. Wie gesagt, einfach abonnieren und drückt auch die Glocke. Dann bekommt ihr wirklich alle Nachrichten von mir, beziehungsweise neuen Videos. Und dann gerne liken natürlich. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.